Jupp, alles leer. Gut, 59 ist natürlich nicht ganz die Hälfte. Aber wir nähern uns doch der Hälfte und vor allen Dingen nähern wir uns der Fertigstellung mit jedem Material, was wir hinbringen. Und das heißt dann auch, wir können ja dann früher oder später weitermachen. Zum Beispiel hier so Zeug einbauen, Betten vor allen Dingen, Trainingsdummies. Das hier könnte auch interessant werden, Gefangenen. Ja, das wäre interessant. Auf jeden Fall kostet auch nur noch 10 dann. Das ist ja auf jeden Fall cool. Ein Bett kostet nur 5. Das geht dann schneller. Ich meine, so ein. Wir bauen ja gerade Outpost 3. Der hat. Braucht halt jede Menge Material. So. Bei knapp 39. Bei knapp 40% sind wir. 39,3. Genau. Und jetzt würde ich sagen, mache ich hier erstmal ein kleines Päuschen, render das alles weg, was ich aufgenommen habe, lad's hoch, damit dann morgen auch eine Folge rauskommt. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal, beziehungsweise hören uns hier bei unseren kräftigen Vieren. Oh ja, Maius hat jetzt schon eine gute Verteidigung, immer 19. Tai Chi ist auch ganz gut dabei. Wird auf jeden Fall besser. Mago genauso natürlich. Da braucht man uns gar nicht unterhalten. Und dann sehen wir uns ja in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Wer will noch nicht? Wer hat noch mal? Und damit geht es wieder los mit einer neuen Runde. Kenshi. Ja. Leider immer noch kein Update. So viel dazu. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Mal sehen, wie lange es noch dauern wird. Ich denke aber, das wird jetzt in der nächsten Woche oder so zumindest das Vorab-Release rauskommen. Ich hoffe es zumindest. So, ja, wir stehen hier in der Luft bei unserem Gebäude, was wir ja bauen gerade. Das hat natürlich hier Condition wieder alles verloren, aber wir haben immerhin schon knapp 60 Materialien drin. Naja, und jetzt machen wir weiter mit dem Üblichen. Was ist denn hier unten? Ah, Sandninjas. Die kriegen wir natürlich alleine nicht klein. Obwohl der hier. Das war ein Bug. Ja, die kriegen wir so alleine ja nicht klein. Aber meistens ist ja da einer dabei, der doch ein Kopfgeld auf sich ausgesetzt hat. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Wenn ich die hier richtig treffe. Nee. Diesmal nicht. Also lohnt sich das jetzt direkt nicht. Für klar, wir könnten trainieren, aber es würde sich so nicht lohnen, die jetzt versuchen, hier irgendwie klein zu kriegen. Ich gucke mal auf die Karte und dann schauen wir uns mal an, wo wir denn mal hingehen könnten. Wo wir noch gar nicht waren, zum Beispiel, ist ja hier so die südliche Region. Und ich würde sagen, wir machen uns dorthin mal auf den Weg. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Die Sache ist ja immer, dass wir meistens dann irgendwo hängen bleiben, weil da Gegner sind oder keine Ahnung. Und dann müssen wir die nächste Stadt anlaufen und so. Aber das ist ja egal, so ist das bei Kenshin nun mal. Ich weiß bloß nicht, ob wir hier durchkommen. Da wäre das. Aber wir können es probieren. Ich würde sagen, wir probieren das. Wir gehen mal in die Richtung. Und starten das Spiel. Los, Jungs, lauft! Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir die Sandninjas nicht aufmerksam machen. Sonst müssen wir dann gleich nochmal da hoch auf die zu der Stadt gehen. Aber ich denke nicht, die sind weit genug weg. Das sind ja bloß noch ein paar Pixel hier am Rand. Was ist das da? Okay, so eine Händlergruppe. Was ist das da? Tote. Was sind das für Tote? Ach, Banditen nur. Jo. Game pausiert, ja.
Ja, doch, wir kommen hier rüber. Hier laufen auch gerade welche hoch. Sind zwar Feinde, aber mal gucken. Notfalls gehen wir halt schnell hier. Ich krieg's gerade nicht ins Bild. Hier oben ist ja die Stadt. Die eine da. Ah, die betteln sich auch gerade. Gut. Dann geht's ja. Hier rennt irgendwas weg. Es scheint auch ein Händler zu sein. So, und damit kommen wir jetzt in Gefilde, wo wir so noch gar nicht waren. Jetzt mal ein bisschen langsamer hier. Alles ganz ruhig. Was ist denn hier jetzt passiert? Hier wäre wieder ein Banditenboss, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist, aber das würde uns jetzt wieder total wegbringen von unserem eigentlichen Vorhaben. Aber ich werde die Schwerter und so mitnehmen auf jeden Fall. Ja, Tai Chi. Tai Chi hat ja den Rucksack jetzt auch. So, rein damit. Und das auch. So, rein. Ich pack alles im Rucksack. Da ist es aufgehoben, gut. Und der noch. Zack. Okay, das andere Zeug braucht man nicht. Na, dann geht's weiter, würde ich sagen. Und zwar erstmal Richtung Eye Socket. Dort waren wir noch gar nicht. Ich würde sagen, den Weg schlagen wir jetzt mal ein. Das müsste hier so ungefähr die Richtung sein. Ja, hier sieht man schon, es sieht ein bisschen anders aus, die Gegend, als das übliche Wüstengezuppel da. Aber ja, sehr anders natürlich auch nicht. Dort könnten wir uns einmischen, theoretisch. Wahrscheinlich müssen wir das auch, denn Eye Socket ist da oben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Sollte die Stadt da oben sein? Ich gucke mal auf die Karte. Jo. Dann gucken wir doch mal, was hier abgeht. Was geht hier ab? Okay, Banditen gegen Banditen ging hier ab. Wisst ihr was? Die kriegen wir klein. Die kriegen wir klein. Graui bleibt mal hier so. Wir krallen uns die Banditen. Graui, jetzt musst du doch ein bisschen weiter weg. Tai Chi hat den Rucksack noch auf, ganz schlecht. Na los, Jungs, jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Bin ich aber Besseres gewohnt von euch. Was ist das hier für eine Gruppe? Nix. Wo ist Graui? Steht da. Ich muss ja immer noch ein bisschen die Gegend jetzt hier im Auge behalten, die das Graui uns angegriffen wird. Falls wir hier nicht jämmerlich versagen, wäre es doof. Ja, Taichi und Mago steht noch ganz gut da. Marius, ach, der mit seinem Arm immer. Und wie sehen die aus? Na, wir haben ja zwei schon umgehauen. Der verliert gleich seinen Kopf. Der hat seinen Bauch kaputt und der auch seinen Bauch. Na los, Mago, hauen um. Irgendjemand gefährlich? Nee. Haben wir gelevelt ein bisschen? Ja, würde ich sagen. So, dann Tai Chi ans Werk, sammel den Kram mal ein und dann gehen wir das kleine Eye Socket verkaufen. Graui ist auch da. Nur aufpassen, dass uns jetzt hier niemand irgendwie reinfunkt von irgendeiner Seite. Aber es sieht gut aus. So.
So, Graui, dann kümmer du dich doch mal bitte hier um die anderen. Und wir plündern hier noch weiter. Ich klicke die dann gleich nochmal durch, ob hier vielleicht ein, ja, Banditenboss dabei ist. Ah, hier ist natürlich so ein großes Schwert. Zack. Die werden bekämpft. Aus der Richtung kommt auch nichts. Ein bisschen voll, wa? Fliegt das raus? Das bringt uns nur 300 und wenn wir da zwei Schwerter für mitnehmen können, haben wir das schon längst wieder eingeholt. Zack. Jetzt ist er wirklich ganz voll. Jetzt muss der Mago hier mal ran. Und Graui kann sich in Zwischenzeit mal um Taichi kümmern. Marius ist ja soweit wieder recht fit. Mago, guck doch mal. Kannst deinen Rucksack schon mal aufsetzen. Den haben wir schon. Der hat noch was. Okay, das waren alle, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendjemand, der hier ein Kopfgeld auf sich ausgesetzt hat. Auf bekommen hat. Das wäre ja Quatsch. So, nee, nee. Sieht gut aus. So, wer ist jetzt hier noch am Verbluten? Mago. Tai Chi geht's auch schon wieder besser. So. Dann weiter im Schritt. Das klang irgendwie falsch. Ja, Teich, jetzt musst du mal schleppen. Schwer beladen, der Junge, aber dafür kriegt er jetzt 40% mehr Stärke. Das ist doch auch mal was. Muss man nur aufpassen, dass hier Tai Chi die Leute nicht hier auf einmal runterzieht. Das wäre doof. Aber wir könnten sie eigentlich runterziehen. Beziehungsweise hier hochziehen. Ein bisschen Dampf machen hier. Das brauchen wir ja wieder bis übermorgen. Oh, 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 aufpassen. Aber nicht unvorsichtig sein dabei. Ziehen die jetzt hier wieder wie üblich zu Ice Socket hoch. Also was, hier waren wir ja noch nicht, aber dennoch, wie üblich ziehen wir sie hier nach oben. Was ich noch nicht so ganz weiß, ob es auch, ja, befeindete Städte gibt. Das heißt, wir müssten dann vielleicht hin und wieder mal vorsichtig sein. Es hätte ja sein können, dass die Stadt eigentlich banditenreich ist. Wäre doof gewesen, würde ich sagen. So, jetzt schauen wir doch mal. Jetzt können wir mitmischen. Außer Graui, bitte. Du gehst mal in die Stadt rein. Und Tai Chi eigentlich auch. Der hat sowieso einen Rucksack auf. Mago hat auch seinen auf. Das passt mir gerade nie so. Aber ansonsten können wir hier mitmischen und vielleicht doch noch den ein oder anderen Skillpunkt uns krallen. Mago. Würdest du so freundlich sein und hier ein bisschen mitmachen? Ach, Graui, bleib doch mal dort, wo ich gesagt habe, dass du bleiben sollst. Es nutzt uns nichts, wenn du tot bist. Oder in Ohnmacht, besser gesagt. Das wäre sogar ziemlich schlecht. Dann haben wir keinen Medic. Und Marius, du könntest auch mal. Wisst du, so ein bisschen könntest du auch mal. Ja, so viel dazu. Graue, jetzt darfst du kommen und Marius verarzten. Mago hat nichts abbekommen. Tai Chi gammelt ja eh noch rum. So. Und Mago schnappt sich jetzt mal hier die restlichen
Schwerter, was heißt die restlichen, halt das, was noch so hier rausgefallen ist aus den Leuten. Ah, so ein Rucksack hat doch seine Vorteile, da die Waffen drin stecken und so.